Udo, in der ersten Halbzeit war dir klar überlegen, ihr müsst 4-0 führen gegen den FC Basel. Ja gut, das haben wir nicht geschafft. Wie gesagt, ich glaube, dass ich morgen die Tore in Brno messen werde. Zum Wissen, vielleicht haben wir 10 cm mehr, wo wir trainieren, weil wir haben heute, ich weiß nicht, wie viele Pfosten und Latte getroffen. Und das ist natürlich bitter, aber was schön war, wie wir Fußball gespielt haben, das war teilweise One-Touch-Fußball und das hat riesen Spaß gemacht, riesen Kompliment an die Truppe und hat uns letzte Tick gefehlt, aber man merkt einfach, der Fuchs, der Frei, der hat 2 Torchancen, macht 2 Goal, das sind natürlich für uns sehr bitter. Wie ärgerlich ist das? Basel hat 3 Chancen, macht 2 Tore, ihr habt 10 Chancen und macht 2 Tore. Ja, was soll ich sagen? Ich kann lügen und sagen, das ist überhaupt nicht ärgerlich, weil wir einen Punkt gemacht haben. Natürlich, das nervt. Vor allem, wenn man auf dem Platz steht, man trifft die Pfosten, man weiß, in solchen Spielen kann man sogar verlieren, wenn man die Chance nicht reinmacht. Aber ich glaube, heute hätten wir das nicht verdient. Wir hätten echt die 3 Punkte verdient. Wir haben, wie gesagt, ein riesiges Kompliment der Truppe. Wir waren Zweikampf immer da. Wir haben sehr schnell Fußball gespielt. Und von der Steigerung von dem Spiel St. Gallen war fantastisch. Wir wollten eine Reaktion, haben wir geschafft. Aber natürlich fehlt uns 2 Punkte am Ende. Das brauchen wir nicht drum herum reden. Jetzt wird der Schweizer Meister, Milo. Das natürlich wird das FC Zürich, das wird eng bis Ende. Wir hätten heute ein bisschen Luft bekommen können. Aber wie gesagt, es gibt 3 Spiele. Und ich glaube, heute haben wir gezeigt, wer ist die beste Mannschaft in der Schweiz. Danke.